Hallöchen und herzlich willkommen. Ja, hier zurück zu, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, zu einer Vampir-Folge. Ich habe es jetzt hier gar nicht. Mal gucken. Ich glaube schon. Ich weiß es nämlich gar nicht direkt. Ich weiß nur, dass ich das jetzt mal kurz geladen habe. Okay, das ist eine Vampir-Folge. Genau. Ich weiß gar nicht, ich weiß es wirklich nicht, weil dass wir hier letztens stehen geblieben sind. Weil ja, ich spiele halt aus zwei Seiten immer, deswegen vergesse ich meist die andere Seite. Und anscheinend haben wir wohl in der letzten Folge einen Drachen erledigt. Okay, meinetwegen. Und wir müssen jetzt irgendwie zum Feld. Ich weiß gar nicht, was wir dort machen müssen. Okay. Okay, ich muss irgendein Kelch dorthin bringen. Okay, gut, jetzt. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Okay. Und ja. Ja, ich weiß nicht, ob gerade ein. Meine Stimme ist halt ein wenig komisch. Also, ich weiß nicht. Erkältet bin ich nicht, aber ich weiß nicht. Irgendwie ist meine Stimme gerade komisch. Egal. So. Das war gerade eine super Erklärung, was mit meiner Stimme los ist. Ja, zumindest müssen wir jetzt diesen Blutkelch, den wir letztens bekommen haben, in die Rotwassergrotte geben. Ah, ich glaube, ich war dort schon mal in meinem ersten Account. Das ist so eine Skoma-verseuchte Höhle halt. Ja, sieht, also erst ist das ein Haus. Dann bekommt man mit, dass dort alle einfach bloß Skoma trinken oder sowas ähnliches. Alle weg sind. Naja, irgendwie müssen wir jetzt den Kelch dorthin bringen. Okay, gut, das machen wir mal. Mal gucken, all die sind die freundlich. Eure Augen gefallen mir nicht. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Ja, ich weiß, ich bin ein Vampir. Ich könnte den, glaube ich, irgendwie sogar fressen oder so. Okay, was haben wir hier? Wir haben unsere Blockfertigkeit gesteigert. Super. Hallo. Jetzt müssen wir. Sind wir eine Stufe aufgestiegen? Nein, noch nicht. Jetzt müssen wir hier lang. Geht einfach. So. Leute, ich muss mal kurz, das wird glaube ich klacken. Okay, sorry. Ich musste gerade den Uhrzeiger umdrehen, damit ich sehe, wann ich aufhören muss. Damit die Folge nicht zu lang geht. Halt. So. Wenn ihr dort hinuntergeht, behaltet eure Waffen bei euch. Oder ihr werdet mich noch kennenlernen. Geht rein und benehmt euch. Okay. Ich soll mich benehmen, dann benehme ich mich Geht lieber. Nach unten. Ihr langweilt mich. Ja, ihr hört schon. Eine richtige Skoma-Höhle ist das hier. So. Aha, willkommen. Ja, wir müssen irgendwie zum Pfeil. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wo er direkt hinführt. Wir öffnen mal die Tür hier. Und ich hoffe, dass wir nicht angegriffen werden. Beziehungsweise, dass wir hier kein Kopfgeld oder sowas bekommen. Ja, ich bin gar nicht mehr gewöhnt, diese Schlösser zu öffnen. Na, was ist denn? Was ist denn hier? Irgendwie ist die Maus. Ist die Maus umgekehrt eingestellt? Ja, ich bin gar nicht mehr gewohnt, solche Schlösser zu öffnen. So, erstmal steigen wir eine Stufe auf. Und wir steigern unsere Gesundheit. So. Jetzt haben wir doch Feinde. Na gut, dann haben wir halt Feinde. So, die können wir dann auch mal ein bisschen töten. Die sind ja eh so benebelt, dass sie nichts mehr mitbekommen. Okay, irgendjemand beschießt uns. Die beschießt uns. Okay. Ja, hier kommen wir nicht rein, dann ignorieren wir die einfach. Und ja, töten hier noch. Oh, der ist schon okay. Tot. Okay, der ist schon okay. Ja, die sind richtig hin, die Leute. Ja, das ist wie eine Droge für die. So, uns interessieren die nicht mehr. Ich gehe mal in Schleichmodus und ja, nehme hier mal ein paar Sachen.
Und die Truhe auch noch. Und wir haben unsere Dietricher zurück, die wir vorhin verloren haben. Beim Öffnen. Okay, anscheinend sind jetzt alle hier drin Feinde. Na gut, dann sind halt alle hier Feinde. Besser für mich. Dann kann ich gleich mal meinen Falmerbogen nehmen. Und ein wenig Geschenke verteilen. Auf Wiedersehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, dort kommt schon der Nächste, den ich gleich abschießen darf. Oh, eigentlich sind das ja unsere Kollegen. Beziehungsweise es sind Vampire. Okay, noch hat er uns nicht gesehen. Aber er kommt, glaube ich, zu uns. Ihr wagt es mich. Wow, okay, er stockert gerade ein wenig. So, was nehmen wir in unsere Hand? Stören. Komm mal her, komm mal her. Ja, irgendwie funktionieren die Schreie manchmal nicht. So, auf Wiedersehen. Gucken wir, was er hat. Okay, irgendein Schlüssel. Vampirstaub. Ja, wir hätten uns... Oh, der hat irgendwas Gutes gehabt. Okay, die nehmen wir mal mit. Weil die verzaubert war. Ja, eigentlich sollten wir uns wohl mit denen verbinden. Jetzt haben wir sie wohl getötet. Naja. Ich hätte wohl vorhin mit dem Händler ansprechen sollen. Ihr seid so gut wie tot. Na dann komm doch, meine Freundin. Denn ich glaube eher, dass du sterben wirst. Wo ist denn der, der mir... Ah, hier. Okay. Oh, und genau ins Gesicht rein. Ein sehr guter Headshot. So, dann holen wir uns mal den dort oben. Gleich, wenn wir hier das... Ja, mal umgucken. Wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt. Muss mich jetzt erstmal wieder an Skyrim gewöhnen. Wow. Ihr seid so gut wie tot. Ja, das würde ich eher von dir denken. So. Da haben wir ein paar Pfeile bekommen. Und ja. Ich weiß nicht, was machen wir jetzt? Ein Dietrich, wo? Schön. Benutzen wir mal den Hebel. Und ja. Gehen wieder raus. Beziehungsweise weiter in die Höhle rein. Okay, dort sind schon die nächsten Gegner. Ich nehme mal wieder meinen Bogen in die Hand. Okay, irgendwie können wir den anschießen. Und er kann sich nicht wehren. Wow, okay. Die können sich aber schon wehren. Dann komm doch mal her, mein Freund. Okay, den haben wir. Das war auch nur ein Vampir-Diener. Jetzt ist noch der hier dran, der ein wenig stärker ausgerüstet war, aber nicht stark genug für uns. Ja, die hat, glaube ich, bessere Rüstung. So, dann nehmen wir mal die Nordpfeile. Und was hat denn der hier geschürft? Grunderz, nein, Golderz, okay. Golderz brauchen wir nicht, die Eisenerzader können wir mal schürfen. Das kann man nicht immer benutzen, Eisen ist sehr, sehr wichtig. Gold weniger. Naja. Jetzt schuffen wir eine Runde. So. Erledigt. Gut. Das Golderz brauchen wir nicht unbedingt. Ja, das brauchen wir wirklich nicht. Das ignoriere ich mal. Und. Okay, wo geht's hier lang? Ich bin mir nicht sicher. Lösen wir mal erstmal die Fallen aus. Nicht, dass wir nachher dadurch noch irgendwie sterben. Okay. Ein Geheimgang. Benutzen wir mal. Ich hoffe, hier wird ein riesengroßer Schatz für uns sein. Auf zur Schatzsuche. Okay, sieht nicht gut aus. Okay. Hier ist ein Vampirsarg. Wir speichern mal. Okay, ein
Böser Todeshund. Wow, okay. So, komm her, mein Freund. Wow, wow, wow. Ich hau irgendwie immer die falschen Gegner. Wo bist du, Vampir? Okay. Dann komm her! Ach, ein junger Vampir ist das noch? Okay, der ist schon besiegt. Ja, da seht ihr mal, wie gut ich bin. Oder wie gut ich in letzter Zeit geworden bin. Ich bin nämlich extrem schlecht gerade gewesen. Naja, tut mir leid. Und ja, für alle, die meinen Kanal jetzt abonniert haben, ihr könnt ruhig mal schon in die erste Folge reinschauen, beziehungsweise von der ersten Folge Skyrim gucken. Denn ja, Skyrim ist ein echt gutes Spiel. Und es wäre echt schade, wenn man da mal nicht vorbeischaut. Ja, jetzt mache ich schon wieder Werbung. Wir gehen nochmal zurück, weil wir dort was sicher vergessen haben. Jetzt mache ich schon wieder Werbung für die alten Folgen. Tut mir leid, aber ja, Skyrim ist wirklich ein gutes Spiel. Also ja, verfolgt die Skyrim Let's Plays ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist, ja, das ist es wert. Ich hoffe, dass meine liebe Lydia jetzt nicht den schönen Auslöser hier betätigt, solange ich hier loote. Und sie, nein, ist noch nicht oben, okay. Dann laufen wir mal schnell wieder zurück. Ich dachte nämlich vorhin, dort geht's weiter. Geht's aber nicht. So, naja. Wir spielen jetzt schon etwa 10 Minuten. Wenn ich richtig geguckt habe vorhin. Und ja, gehen wir mal dort zu dieser Tür. Und okay, das ist noch Wasser. So, na dann. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Ja, das frage ich mich auch. Sicherlich extrem viele, extrem schöne Sachen. Wir stecken mal die Waffe ein, beziehungsweise nehmen den Bogen. So, und kümmern uns erstmal hier drum. So, oh, jetzt haben wir ein Tintenfass genommen. Irgendein Tagebuch haben wir. Das uns nicht interessiert. Wir hauen erstmal den das Tintenfass weg. So, den. Haha. So. Geht's hier denn irgendwo lang? Das frage ich mich gerade. Hier wird sicherlich irgendwie lang gehen. Ich glaube, wir müssen erstmal hier lang. Warum trinkt ihr da nicht einfach das Blut aus der Quelle? Das wäre sicherlich einfacher, als eine Skoma-Grotte zu betreiben. Der Boss meint, dass es eine Art entweihte Quelle ist. Ihr Wasser sieht wie Blut aus, ist aber keins. Wenn ihr davon trinkt, werdet ihr... Was war das? Was? Ich weiß nicht. Wow, wir können ja ein wenig Rambazamba machen. Perfekt. Tut mir leid. So, jetzt brennen die erstmal nieder, meine Freunde. Bei den Göttern, nein! Okay, ich glaube, die sind verbrannt. Obwohl das Auge sich noch nicht geschlossen hat. Hallo? Wer ist da? Okay, eine lebt noch. Schleichen verbessert. Und da ist sie. Nein, vorbei, verdammt. Jetzt wird ihr uns sehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, wir haben es geschafft. Sie sind besiegt. Ach, die Todeshunde interessieren uns nicht. Ja, Todeshunde, ihr bekommt uns nicht. Nein. Ja, wer ist der putzigste Hund der Welt? Ja, wer ist das? Jetzt bringen wir es zu Ende. Ach, sie tötet sie. Okay. Super. Weniger Arbeit für uns. So, ich finde das gerade so ein wenig schade, dass wir dort irgendwie nicht reingekommen sind vorhin. Das, ja. Wow, okay, das ist eine echt fiese Falle. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Was? Dort sind die Hunde ziemlich auf mich. So.
Ja, was ich ein wenig schade finde, ist, dass wir dort vor nicht lang gekommen sind. Entweder kommen wir dort noch irgendwie lang. Meine gute Augen. So. Ach, wir können noch ein bisschen Feuer machen. Na dann. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Ich hoffe, dass Lydia nicht stirbt. Was macht ihr denn da? Tut mir leid. So, dann brauchen wir mal kurz den Wirbelwindsprint. Hier bist du, mein lieber Freund. So, vielen Dank. Und ja, wir haben ein paar schöne Sachen bekommen. Wir müssen noch mal dort lang. Jetzt, da aber alles hier verbrannt ist, macht das mir keine Sorgen mehr. So, und wir gehen jetzt weiter hier lang. Mit unserer Eisenstreitkolben. Nein, Elfenstreitkolben war es, genau. Okay. Ja, wir müssen nicht unbedingt schleichen und müssen auch nicht unbedingt die Waffen in der Hand halten. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter. So hier. Ja, ein paar schöne Sachen gibt es hier schon. Dann ziehen wir mal an den Hebel, dann wird es wohl die Tür... Ja, perfekt. Die Tür, die mir vorhin Sorgen gemacht hat, haben wir jetzt geöffnet. So, dann geht's jetzt weiter. Und ich weiß gar nicht, wann diese Folgen rauskommen werden. Ich bin echt gespannt. Also in 2 Wochen oder in 3 wird, glaube ich, die letzte Oblivion-Folge rauskommen. Für mich. Also ihr wisst so in etwa, wie ich vorproduziere. Also, ja. Wenn ihr wissen wollt, wann ich dieses Spiel aufgenommen habe, ja, 2. Vielleicht gibt es heute noch frisches Blut. Okay, hat er uns nicht gesehen? Okay, der hat uns wirklich nicht gesehen. Dann nehmen wir mal unseren Elfenschreitkolben. Und komm mit Schmack ist drauf. Okay, gut, jetzt haben sie uns gesehen. Oh, die Vampire töten wir wieder. Geh weg. Geh weg. Okay, sie hat ihn mit einem Endangriff besiegt. Oh, verdammt, Wirbelwindsprint. Ich brauche den anderen Schrei. Und jetzt musst du mir helfen, solange ich blute. Okay, ich bin verlangsamt. Nicht gut. Wow. Stirb, mein Freund. So, dann haben wir den auch rausgenockt. So, dann gehen wir jetzt erstmal durch, würde ich sagen. Die wichtigste Regel ist das Lügen. Verdammt, ich wollte diese Stimme nicht benutzen. Okay, das war gerade Lydia. Ich habe gerade echt ein bisschen Angst bekommen, als die so auf mich zugerannt kam. Aber anscheinend sind wir fertig. Beziehungsweise es gibt nichts zu looten. Ach verdammt, wir müssen dort lang. Na dann nochmal zurück. So. Und ja, hier lang. Und da ist die Kette. Und hier geht's weiter. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir angewöhnt zu sneaken. Wow, fies. Was wäre, wenn ich jetzt geblockt hätte? Hätte ich dann weniger Schaden bekommen? Das würde mich mal echt interessieren. Aber das war gerade wirklich ein echt fiese. Menschliches Herz ist eine Zutat? Ich glaube schon. Ja, es würde mich echt mal interessieren, ob ich hier Schaden bekommen hätte. Okay, was ist hier dahinter? Okay, nichts Interessantes. Okay. Aha, ich bin noch gar nicht draufgelaufen. Hey, seht mal, eine Höhle. Oh, du bist so dumm. Ist? Renn die gegen die Fallen. Boah, hier sind extrem viele Fallen. Das ist gar nicht gut.
So. Mal gucken, rennt sie drauf? Nein, anscheinend nicht. Na, dann geht's hier weiter. Und wir haben jetzt... Ist da jemand? Ach, wir speichern mal. Und hier töten drüben. Mal ein paar Vampire, beziehungsweise Vampirina. Ich glaube, wir hätten eher mit denen im Teamplay spielen sollen. Also, ich weiß nicht, kann man sich mit dem verbinden? Ich weiß es gar nicht so richtig. Oh, ich habe eine Elfenrüstung gefunden. Yeah, man. Okay, alte Nordpfeile. Wenigstens eine schöne Sache. So, was gibt's hier? Noch ein Vampir. Okay, wohl der Anführer von hier. So, mein Freund. Aber mich kriegst du nicht. Ich bin zu stark. Ja, ich bin gerade richtig von... Als ich ausgeholt habe, gerade bin ich richtig vom Mikrofon weggewichen. Das hättet ihr sehen sollen. So. Und hier eine tote Orkin, die mir kein bisschen leid tut. Denn ich bin jetzt auch ein Vampir. Also, tote Menschen interessieren mich nicht mehr. Ich bin ein böser Vampir. Nein. Ich spiele, naja, nicht gerne Vampire. Erstens, weil die so böse sind. Und ich mehr so der Typ, der heldenhafte Typ bin. Beziehungsweise sein will. Ich glaube, wir brauchen den Schlüssel von diesen Typen. So, mein Freund. Einmal den Schlüssel. Ach, der Quellenschlüssel ist das. Okay. So, dann brauchen wir auch kein Meisterschloss zu knacken. Okay. Das ist eine echt coole Quelle. Na los, füll den Kelch. Wirklich zu schade, wisst ihr? Der kleine Unfall, den ihr hattet, kam völlig unerwartet. Ja, ja, zu schade. Fürst Harkons neuer Liebling Stadtjäger. So kurz nach seiner Aufnahme in die Familie. Wir können von Glück sagen, dass ich hier war, um den Galmo den Kelch zurückzugeben, damit er sicher gehen konnte, dass Harkon ihn wiederbekommt. Wartet mal, was? Das war nicht so abgesprochen. Wir bringen ihn zusammen zurück. Idioten, ihr habt doch nicht geglaubt, ich würde euch hier einfach herausspazieren lassen, oder? Vingalmo will euch beide tot sehen. Na, das ist schon in Ordnung. Ortjolf hat mir befohlen, alle zu erledigen, die sich mir in den Weg stellen. Tötet euch erstmal. Ihr sollt euch gegenseitig töten. Und nicht auf mich gehen. Gut, die haben wir gleich. Dann, okay, der greift sie auch an. Perfekt. Ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Bitte nicht sterben. So, mal gucken, was die hat. Nichts Besonderes. So, mein lieber böser Freund. Oh, jetzt habe ich die falsch angegriffen. Ich will nicht, dass Lydia stirbt. Geh weg von Lydia. Mein lieber Freund, leg dich nicht mit meiner Freundin an. Also, jetzt nicht Freundin, dass wir eine Beziehung hätten, aber ja, Freundin halt. Beziehungsweise unser Gefährte ist das. Der mit uns durch die Dünn geht. Ja, zufällig ein Mädchen. Aber die haben wir vom Jahr bekommen, also. So, kann ich jetzt endlich... Okay, ich glaube, ich habe es gefüllt. Ja, ja. Du stehst bereits im Einfluss des... Okay. Okay, ich habe, glaube ich, den Kelch gefüllt. Dann geht's hier weiter. So, mal gucken. Gibt's hier was Schönes? Nein. Was ist das? Ist der irgendwie... Nein, ist nicht verzaubert. Okay, egal. Wo sind wir gelandet? Irgendwo im Hinterhof. Na, ich weiß, wo wir sind. Jetzt passt auf. Oh, der ist schon tot. Ach, war das unsere liebe Lydia? Wie nett. So, mal gucken, was wir noch brauchen hier. Beziehungsweise, was wir gebrauchen könnten. Und dann warten ja noch draußen ein paar Gegner auf uns. Oh nein. Verdammt, ich muss die Folge beenden. Okay, dann beende ich die hier als Kassierer. Einmal Waffen einstecken, dann einmal so hier machen. Okay, ich kann nicht raus.
Okay, dann beende ich hier die Folge als Kassierer. Und ja, nächstes Mal geht's hier weiter. Sorry, dass die Folge ein wenig zu lang war. Auf Wiedersehen und tschüss!